Das mach mal lieber nicht. Mach sie nur zum Gespött der Gesellschaft. Puff. Oh. Ja. Kann ja sein, dass wir hier alle... Das ist so geil, dieses Stop-Motion-Hochrennen hier. Ich fühle mich hier wie Wallace und Gromit. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, hier ist eine Rattenfalle. Hier nicht. Die Mausefallen haben sich ja echt nicht bewährt gemacht, ne? Guck mal, wie viele von den Jungs hier noch rumlaufen. Oder zumindest liegen. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich auch gerade zu nachtschlafender Stunde. Kann sein, aber wenn die diese neumodischen Mega-Matty-Mausefallen... Geiler Name, ne? Neumodische Mega-Matty-Mausefallen. Find Cage. Ja, können wir machen. Ich glaube, das dauert noch, bis wir da sind. Wir können jetzt theoretisch einfach hier so durch und uns einfach nicht um das kümmern, was es hier noch so gibt. Aber ich glaube, damit verpassen wir eine ganze Menge. Das ist gar nicht hier der Weg, wo ich lang muss, ne? Kann das sein? Gegner aus dem Augenwinkel. Das heißt, durchrennen darf man in diesem Spiel überhaupt nicht. Da kriegt man gleich wieder die Keule drüber. Am besten in die Richtung feuern, wo man gerade hinläuft. Damit macht man erstmal im ersten Schritt nichts falsch. Und nicht blindlings in irgendeine Örtlichkeit springen, wo man gerade nicht hingucken kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Philosophie in diesem Spiel. Das gesehen? Wow! Na gut. Wow! Wir mal wieder Zeit für eine 7-Up, Freunde, oder? Ah. Ja, ich muss es erst erreichen. Dann darf ich ein Safe-State machen. So. Oh Gott. Einmal einen drüber kriegen und dann ist Sense im Schacht hier, ne? Hurade! Schlag die Tür ein. Jupas, voll normal. Gerade aber auch solche Winkelabpassungen, ne? Dass man es gerade eben noch so schafft, den da mitzukriegen. Nicht cool. So. Easy, mal runterböllern. Ja, sein, dass hier noch was ist. So eine Ralle zum Beispiel. Ja, cool, jetzt haben wir wieder Zeit gekriegt. Aber was bringt uns das? Oder müssen wir tatsächlich... Ah, hier geht's. Boah. Also, das ist ja jetzt, ne? Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach rüber. So. Man möchte ja genau so viel wie möglich von diesem Spiel mitkriegen, aber man will es ja auch nicht erkunden, weil überall sowas ist. Oh Gott. Da ist ein 7-Up. Ja, ein extra Leben. Yes. Und auf meiner momentanen Spielweise wäre das ein bisschen cooler, wenn ihr mir so eine normale 7-Up geben würdet. Nicht ein Up, sondern 7-Up. So eine ganze... So eine Karaffe voll Sprite. Diese kleine Sprite ist eine 7-Up. Kommt, Leute, jetzt ernsthaft. Das ist doch bestimmt das gleiche Zeug, was da drin ist. Nur unwesentlich verändert, damit man ein bisschen anderen Geschmack hat. Weniger Pferdehufe drin oder sowas. Oder mehr oder was. Kommt ja aufs Gleiche raus. Alter! Ja, das machen wir weiter so. Boah. Warte mal, jetzt hatte ich gerade eben auch schon 74 Coolness-Punkte? Ich glaube ja, ne? Oh Gott. Ich hasse es, wenn man so einen toten Winkel hat und wenn man da gleich wieder was machen muss. Sowas hier zum Beispiel. Das finde ich nicht gut. Aber ich glaube, das so wurde damals Schwierigkeit in solchen Spielen definiert. So und nicht anders. Oh Gott.
was zu trinken. Jetzt kriegen wir was zu trinken, gerade wo wir keinen Durst mehr haben. Na, dann kommen sie. So geht es. Avez-vous oublié, bla bla bla. Moin, hast du? Ne, ja, hast du. Oh. Rechnet bitte nicht damit, dass es einfacher wird, Freunde. Oh, komm. Oh, so, gerade weggehauen. Bringt mir zwar jetzt gerade nicht so viel, aber können wir das bitte so machen? Ich bin aber auch schon dezent froh, dass wir die Projektile von den Ratten zerstören können. Ah, guck mal einer an. Bonus-Level haben wir zwar nicht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel gefehlt hat. Ich glaube, auf 81 hätten wir kommen müssen und dann... Unused time. Komm, mehr. Wow. Schon wieder. Ja, das ist ein kleines Nullsummenspiel. Ich verstehe schon. Waiting around. Das wird schön. Ach, das war das. Oh ja. Ich glaube, ich werde jetzt anfangen zu fluchen, Freunde. Ich bin jetzt gerade in irgendeinem Laden, in so einem Gummidings, in so einem Mini-Swimming-Pool für Kinder. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass ich das alles auslasse gerade, aber das ist lediglich Selbstschutz. Und sowas meine ich. Ich finde, das ist so ein Videospielknigge, das gehört sie nicht. Geh doch da! Hallo! Okay, so, zack. Rauf. Oh! Was ist hier denn nicht richtig? Ja. Und jetzt hier für ganz Mutige? Das macht man aber auch nur einmal. Wenn man es einmal falsch hat, dann hat man bestimmt so einen Hals auf das Spiel. Natürlich greift mich das an. Alles, was sich hier bewegt, kann mich töten. Außer sowas hier. Wisst ihr eigentlich, wie belastend das als kleines Kind war? Wenn man hier so runtergefallen ist wieder. So. Den ganzen Spaß dann nochmal machen durfte. Haben wir nicht gerne gemacht. Und das ist oft passiert, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist sehr oft passiert. Toys. Spielzeug gibt's hier. Auf dem Marktplatz. Also, teilweise ist es auch ziemlich gemein platziert. Zum Beispiel das hier. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also, wenn ich einen Hack geschickt kriege, der ungefähr so aussieht, ne, dann wäre ich auch wieder sauer, weil ich sage, das ist unnötige Schwierigkeit. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen schwieriger ist, ne? Aber sowas zum Beispiel, dann muss ich wieder alles von neu machen. Find Cage, ja, genau. Geh am besten mal alles nochmal machen. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich... Ich muss da ganz oben. Was soll es denn anderes geben hier? Nicht sicher. Nee, da müssen wir uns... müssen wir uns an die Spitze kämpfen. Den Gipfel erstürmen müssen wir. Mit großer Willenskraft. Oh Gott. Und zack. Geh mir nicht auf Eier, du blöder Mopedfahrer, du. Ne, so nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier kann man runterfahren. Oh. Und der schießt ja auch runter, ne? Jetzt kann man hier hoch und runter gucken. Ach so, das war gerade nur am Seil, dass es nicht ging. Okay. Aber mitten im Sprung ist wahrscheinlich auch doof, ne? Das geht nämlich nicht. Ey. Aber, ne? Keine Worte für sowas. Ach,
Das ist ja frech. Ich dachte, da wären Seile und deswegen könnte ich da... Nö. Aber die Grafiken, die sind ganz gut. Das finde ich schön gemacht. Zumindest die Gegner und die Hintergründe. Die Hintergründe sind klasse. So. Die Gegner sind von der Platzierung her, aber nicht so... Nicht so cool. Schon wieder nochmal rauf. Ich glaube, so groß ist der Level gar nicht, aber man braucht die Zeit trotzdem. Da war übrigens gerade ein Preisschild mit Buy Me und eins mit Kiss Me. Das ist ja echt klasse hier. Würde ich sofort kaufen. So, jetzt aber nochmal. Ne, weiter. So. Irgendwo hier war doch gerade... Habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich nicht. Gerade so, dass es einen noch erwischt. Hallo! Hey, so... Ah. Warum spiele ich das Spiel eigentlich? Ich fand es früher total klasse, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das nie auf normal gespielt habe. Weil solche Spirenzien gab es da nicht. So totes Winkelballern und all sowas hatten wir da nicht. So. Erstmal eine 7-Up. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Aushängeschild ist für so eine Marke, wenn man so ein Spiel macht, dass man das so unfair schwer ist. Ach so. Cage ist. Wisst ihr, was wir jetzt machen könnten, theoretisch? Wir können es hier runterfallen lassen. Ah! Guck mal, wie einfach das ist. Yay! Da! Wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen würden. Unbenutzte Zeitbonus. Das war jetzt nicht so viel, aber wir haben den Coolness-Bonus! Natürlich haben wir den. Habt ihr jemals dran gezweifelt? Bonus Level 3! Da! Da! Genau, da, in die Richtung. Ja. Mit Hindernis auch noch, ne? Das ist kein Bonus. Leute, Bonus-Level ist, gehst rein und kriegst Sachen geschenkt. Bonus-Level ist nirgendwo, wo man verletzt wird. Das ist für mich kein Bonus-Level. Da war doch schon wieder eins. So. Okay. Oh Mann. Ich schieße einfach mal so ein bisschen random in irgendeine Richtung und hörst du überall nur explodieren. Was heißt das für mich? Da geht's wieder zur Sache. Okay. Boom. Okay. Machen wir es mal so. Ich bin gerade mich dezent am Konzentrieren, deswegen kann ich gerade auch nicht so wirklich reden. Oh Gott. Jetzt wollen sie mir auch hier den Hahn abdrehen wieder. Oh Gott. Wo muss ich denn jetzt? Ich gehe jetzt einfach mal hier rechts in die Richtung. Okay, nochmal so rum. Ich will ja uncooler 2 kriegen. Der Rest ist mir eigentlich recht egal. Der Coolness-Bonus bringt mich auch in keiner Weise weiter. Ich versuche jetzt gerade nur mal sicher wieder auf den Boden aufzukommen. So, dann können wir uns jetzt hier mal ein bisschen hinsetzen. Und ein bisschen überlegen, was wir heute den ganzen Tag gemacht haben. War schön heute bei euch. Ja, bei mir auch. Super, ist heute Montag. Beziehungsweise, nee, ist es nicht. Doch, ist Montag. Ist Montag. Genau, ist Montag. Montag ist ein schöner Tag. Jeder mag Montage, vor allem Garfield. Ach, Garfield. Du bist ein netter Kerl. Ja, mach die scheiß Uhr kaputt. Unk. Unk und Ola. An Kohle. Ich glaube, sowas könntest du heutzutage nicht mehr machen. Ich glaube, heutzutage würdest du richtig auf den Zylinder kriegen, wenn du jetzt so einen Blödsinn machst. Toying around. Ja.